Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Ich wünsche Ihnen allen einen guten Abend. So wollen wir beginnen mit dem Zeichen des Kreuzes und ich lade Sie ein, dieses Kreuzzeichen mit mir gemeinsam zu sprechen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede, die Gnade und die Freude unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Dieser Gottesdienst ist ein besonderer Gottesdienst, weil wir die Freude haben, einen jungen Menschen zu taufen, zu firmen und auch zur ersten heiligen Kommunion führen zu dürfen. Dieser junge Mensch ist die Isabel. Sie hat gesagt, ja, dieser Jesus Christus, der gehört jetzt zu meinem Leben dazu und das möchte ich in diesem Gottesdienst auch kundtun. Ich möchte das sagen. Ich möchte mein Ja zu Jesus Christus sagen. Und Isabel, du hast Freunde, Freundinnen und Familie mitgebracht. Ich nehme mal an, das sind Sie, Familie Klohe. Herzlich willkommen hier unter uns in unserer Kirche Heinrich und Kunigunde. Ich wünsche mir, dass Sie nach diesem Gottesdienst sagen können, ja, es hat sich gelohnt, dass wir dabei sein konnten. Also herzlich willkommen. Vertraute Gesichter sehe ich natürlich auch. Familie Pechlauf und Familie Rutscher. Und Sie alle sind hier hingekommen, sicherlich auch in dem Wissen darum, dass dieser Gottesdienst ein besonderer sein wird und teilen wir miteinander diese Freude. Zu Beginn rufen wir unseren Herrn Jesus Christus in unsere Mitte. Mit der Bitte darum, dass er uns seine Liebe schenkt und sein Erbarmen. Herr Jesus Christus,
deine Liebe für uns hat dich bis ans Kreuz gebracht. Herr, erbarme dich. Du versprichst, dass du uns immer wieder aufs Neue deine Liebe schenkst. Christus, erbarme dich. Hilf auch uns, so zu lieben, wie du es uns vorgelebt hast. Herr, erbarme dich. Der Herr Jesus Christus, erbarme sich unser. Er nehme von uns all unsere Schuld und unser Versagen. Und am Ende unserer Tage hier auf Erden, da führe er uns in das ewige Leben zu Gott, unserem Vater. Amen. So wollen wir nun Gott lobpreisen. So lasset uns beten. Guter Gott, du entzündest in uns das Feuer der Begeisterung für dich und deine Botschaft vom Heil. Lass uns unter den vielen Worten dieser Welt dein Wort heraushören. Lass uns wachsen im Glauben, allmählich, behutsam, aber beständig. Das erbitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder, der mit dir lebt und Leben schenkt, bis in alle Ewigkeit. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie eifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf. Sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht über das Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetisches Reden hat ein Ende. Zungenrede verstummt, Erkenntnis vergeht. Denn Stückwerk ist unser Erkennen, Stückwerk unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollendete kommt, vergeht alles Stückwerk. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte wie ein Kind und urteilte wie ein Kind. Als ich ein Mann wurde, legte ich ab, was Kind an mir war. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk. Dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, doch am größten unter ihnen, ist die Liebe. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Amen.
sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aus dem Heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit ging ein Schriftgelehrter zu Jesus hin und fragte ihn, welches Gebot ist das erste von allen? Jesus antwortete, das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist der einzige Herr. Darum sollst du den Herrn deinen Gott lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele. Mit all deinen Gedanken und all deiner Kraft. Als zweites kommt hinzu, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Kein anderes Gebot ist größer als diese beiden. Da sagte der Schriftgelehrte zu ihm, sehr gut, Meister, ganz richtig hast du gesagt, er allein ist der Herr. Und es gibt keinen anderen außer ihm. Und ihn mit ganzem Herzen, ganzem Verstand und ganzer Kraft zu lieben und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, ist weit mehr als alle Brandopfer und andere Opfer. Jesus sah, dass er mit Verständnis geantwortet hatte und sagte zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und keiner wagte mehr, Jesus eine Frage zu stellen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Setzen Sie sich gerne. Da sitzt die Isabel noch auf ihrem Platz. Nachher wirst du zu mir nach vorne gebeten. Aber bevor es jetzt zur Taufe kommt und zu deiner Firmung, einige Gedanken dazu. Und diese Gedanken, die sollen gar nicht so sehr von mir kommen. Es ist selten, dass wir ältere Jugendliche taufen. Aber das gibt es schon. Und ich weiß, hier sitzen zwei, die haben das auch erst später gemacht, sich taufen zu lassen. Und haben sich dann auch besondere Gedanken gemacht, haben die Kraft gefunden, Ja zu sagen zu ihrem Glauben. Und da bitte ich einfach mal die Lavinia und den Marlon zu mir nach vorne. Kommt einfach. Ich habe euch schon ein zweites Mikrofon vorbereitet. Wenn ihr mal in die Kirche schaut, da sind ganz viele Menschen, die sich genau das jetzt wahrscheinlich fragen. Warum lässt sich die Isabel heute taufen? Warum hast du, Lavinia, dich auch erst, wie alt warst du? Ich war 15. Mit 15 taufen lassen. Marlon, wie alt warst du, als du getauft wurdest? Ich war noch nicht ganz so alt, ich war 8. 8, aber immerhin, ne? Also schon zur Schule, ne? War das in Verbindung mit der Erstkommunion? Ja. Lavinia, was hat dich denn damals motiviert, dich taufen zu lassen? Die mache ich in die Hand. Ja. Also ich habe schon in der Ja, also was ich bei dir feststelle ist, du hast Gesprächspartner gehabt, die dich dann dahin geführt haben, dich taufen zu lassen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dir, Isabel, da ging es um die Taufe des Äthiopiers. Ich
weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wahrscheinlich schon. Das war ein Mann, der Gott suchte und der eine Begegnung hatte. Nämlich mit jemandem, denken vom Glauben an den einen Gott, an den Gott Jahwe, erzählt hat. Und die beiden sind dann durch die Gegend gefahren in einer Kutsche. Sie haben sich lange unterhalten, auf Augenhöhe, und dann kommen sie an einen kleinen See an, und dann fragt dieser Äthiopier: Was steht denn jetzt eigentlich meiner Taufe noch im Wege? Du hast mir doch alles erzählt. Ja, und dann ist er getauft worden. Wahrscheinlich hast du dir dann auch irgendwann mal gesagt: Was steht meiner Taufe jetzt eigentlich im Weg? Und dann bist du getauft worden. Marlon, du warst da etwas jünger. Kannst du erzählen, wie das bei dir gewesen ist? Ja, ich stelle gerade für mich fest, eigentlich ist das gar nicht gut, wenn ich immer hier stehe und predige. Da gibt es durchaus auch andere Menschen, die das genauso gut können. Wichtig ist, das habe ich aus euren beiden Statements heraus gehört, dass wir miteinander über unseren Glauben reden und nicht nur über den Glauben reden, sondern ihn dann auch leben und vorleben. Ich glaube, das ist sehr wichtig für euch beide gewesen, und das ist für Isabel sicherlich auch so gewesen. Isabel, komm auch mal zu mir. Am besten auf die andere Seite. Wichtig für Isabel ist gewesen, dass sie Gesprächspartner, Gesprächspartnerin hatte und auch weiterhin haben wird. Und wenn du in die Kirche schaust, diese Gesichter wirst du auch wieder entdecken, die dich auf die Taufe und auf die Firmung im Grunde ja auch vorbereitet haben. Was lernen wir als Gemeinde Jesu Christi hier vor Ort daraus? Miteinander reden, miteinander den Glauben teilen, miteinander den Glauben leben. Bei all dem, was uns schwierig ist, bei all dem, was uns vielleicht auch mal aufregt oder was uns widersprechen lässt, was uns auch streiten lässt. Über allem muss eines stehen: der Glaube daran, dass die Liebe Gottes uns immer begleiten wird. Der Glaube daran, dass es den guten Geist unseres Gottes gibt, der uns stärkt auf allen unseren Wegen, auch wenn es einmal schwierig wird. Und obwohl wir dich jetzt noch nicht getauft haben, das kommt gleich, und noch nicht gefirmt haben, das kommt gleich auch noch, wünsche ich dir genau das, dass du daran glauben kannst, dass der, auf den du getauft wirst, Jesus Christus, jeden Schritt mit dir gehen wird. Und das ist Grund genug zu feiern. Das ist Grund genug, als Gemeinde Jesu Christi hier vor Ort mit Freude unseren Glauben feiern zu dürfen und deinen gleich mit. So wollen wir dich nun taufen.
jetzt all die, die Isabel begleitet haben auf ihrem Weg bis hierhin und darüber hinaus zu uns nach vorne. Und ich habe den Wunsch, stellt euch mal so hin, dass ihr so im Halbkreis steht und in die Kirche mit reinschauen könnt und auf Isabel schauen könnt. Kommt ruhig die Stufen hoch. Die Ministranten bitte ich auch dazu. Genau, kommt ruhig dazu. Könnt ihr auch noch weiter nach unten stellen, damit ihr besser sehen könnt. Husch da vorher. Magdalena, komm. So kannst du gar nicht sehen, du stehst ja bei uns im Rücken. Komm du auch. So lasset uns beten um Schutz für Isabel. Barmherziger Gott, dich bitten wir, Isabel soll die Taufe empfangen. Es stärke und schütze dich die Kraft unseres Herrn Jesus Christus, des Erlösers, der lebt und Leben schenkt bis in alle Ewigkeit. Amen. Bleib mal da stehen. Mal festhalten, mit beiden Händen ein bisschen unten drunter noch fassen, das ist schwer. Ich darf verraten, da ist jetzt das Taufwasser drin. Und das Taufwasser, das werden wir jetzt segnen. Herr Jesus Christus, segne dieses Wasser, mit dem Isabel getauft wird. Du hast sie berufen, damit sie im Glauben der Kirche dein Leben gewinnt, das den Tod schon bezwungen hat und in deine Ewigkeit einfließt. Das erbitten wir durch Christus, unserem Herrn. Amen. Wenn wir die ganz kleinen Kinder taufen, dann legen die Paten, Patinnen für die kleinen Kinder das Glaubensbekenntnis stellvertretend ab. Natürlich auch die Eltern. Isabel ist groß geworden und darf natürlich ihr Glaubensbekenntnis selber sprechen. Und so frage ich dich, Isabel, wie du sagst zu dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes leben zu können. Glaubst du an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde? Glaubst du an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der geboren ist von der Jungfrau Maria, der gelitten hat und begraben wurde, von den Toten auferstand und zu Rechten des Vaters sitzt? Glaubst du an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten, und das ewige Leben. Das ist der Glaube der Kirche, auf den du nun getauft wirst. Dann gehen wir jetzt gemeinsam zum Taufbecken. Und die Magdalena muss mitkommen. Isabel, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Apostel Paulus schreibt in einem seiner Briefe, wenn du getauft bist, wie Isabel jetzt gerade getauft worden ist, dann ist das so, als hättest du Jesus Christus als deine zweite Haut angezogen. Dafür zum Zeichen bekommst du jetzt das weiße Gewand. Das weiße Gewand erinnert dich immer wieder daran, dass du nun getaufte Christin bist.
Isabel, bewahre die Würde unseres Herrn Jesus Christus für dein ewiges Leben. Amen. Wenn wir Ostern feiern, dann wird in dieser dunklen Kirche das Osterlicht hineingetragen, das zuvor draußen am Osterfeuer entzündet worden ist. Es erinnert uns daran, dass Jesus Christus uns verspricht, mit meinem Licht bin ich immer bei dir. Die Taufkerze wird nun an der Osterkerze entzündet, zum Zeichen dafür, dass du das Licht unseres Herrn Jesus Christus empfängst. Ich weiß jetzt nicht genau, wer das machen sollte. Alice. Isabel, empfange das Licht unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Wenn ein Erwachsener getauft wird, bedeutet das, dass er oder sie auch gefirmt wird. Bei der Firmung handelt es sich darum, dass der Geist unseres guten Gottes dir zugesprochen wird. Das wollen wir nun tun. Ich werde dieses Gebet einleiten und danach werden wir eine längere Zeit der Stille miteinander halten, und wenn es Ihre Kniescheiben mitmachen, knien Sie sich dazu gerne hin, die Isabel wird das auch tun. Zu machen, ja? Kniet euch mal hin, wenn es geht. So lasst uns beten zu Gott, dem barmherzigen Vater, dass er den Heiligen Geist herabsende auf Isabel, die in der Taufe wiedergeboren wird, zu ewigem Leben. Der Heilige Geist stärke dich durch die Fülle seiner Gaben und mache dich durch seine Salbung Christus, dem Sohn Gottes, ähnlich. Herzliche Einladung, in Stille, wenn es geht, niederzuknien. Barmherziger und ewiger Gott, Vater unseres Herrn Jesus Christus, du hast Isabel in der Taufe von aller Schuld befreit. Du hast ihr aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt. Wir bitten dich, Herr, sende ihr den Heiligen Geist, den Beistand. Gib ihr den Geist der Weisheit und der Einsicht, des Rates, der Erkenntnis und der Stärke, den Geist der Frömmigkeit und der Gottesfurcht. Das erbitten wir durch Christus, unserem Herrn. Isabel, sei besiegelt mit der Gabe dem Heiligen Geist. Der Friede sei mit dir. Du darfst dich jetzt wieder erheben. Isabel, herzlichen Glückwunsch, du bist getauft und gefärbt. Und was jetzt nur wenige sehen können, wir können sehen, die Isabel strahlt. Schön. Dann dürfen wir wieder auf unsere Plätze gehen. Dankeschön.
Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch den Geist empfangen kam Christus in die Welt. Jesus, mein Retter. So wollen wir nun Gott unsere Bitten sagen. Und all die, die eine Bitte vortragen, lade ich ein, nach vorne zu treten an unseren Ambon. So wollen wir nun unserem Herrn Jesus Christus unsere Bitten sagen. Kommt noch jemand? Ein wenig Geduld. Glaube. Glaube an das Gute im Anderen. Glaube an Mitmenschlichkeit und Anteilnahme. Glaube an Gott. Guter Gott, wir beten für alle Menschen, die auf der Suche nach Sinn und Halt in ihrem Leben auf dich getroffen sind. Schenke ihnen immer wieder Begegnungen mit Menschen, die sie auf ihrem Glaubensweg begleiten und mit ihnen Zweifel und Fragen teilen. Lasse sie in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen erkennen, dass du der Fels bist, auf den wir bauen dürfen. Guter Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Hoffnung. Hoffnung auf ein Licht am Ende des Tunnels. Hoffnung in schweren Stunden. Hoffnung, wenn Mut und Kraft fehlt. Hoffnung auf bessere Zeiten, auf eine bessere Welt. Guter Gott, wir bitten für die Menschen, die im Dunkel ihrer Tage verzweifeln, denen eine Perspektive fehlt, die nicht weiter wissen. Schenke ihnen Kraft und Hoffnung. Guter Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Liebe, Nächstenliebe, Familienliebe, Gottesliebe, Selbstliebe. Du begegnest uns in all diesen Formen. Deine Liebe soll uns frei machen. Hilf uns, dich in der Liebe zu erkennen und diese weiterzugeben. Guter Gott, sei du bei all denen, die sich nach deiner Liebe sehnen. Guter Gott, wir bitten dich, erhöre uns.
Guter Gott, wir bitten für Isabel, die heute offiziell Teil unserer Kirche sein wird. Sei bei ihr, wenn sie neue Erfahrungen sammelt, wenn sie neue Ideen entwickelt und alte verwirft. Und beschütze sie dabei auf ihrem Weg, dass sie trotz Niederschlägen nie den Sinn aus den Augen verliert. Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. Beten wir auch für die Kranken, für die Sterbenden, für die, die schon gestorben sind und die wir so sehr vermissen. Schenke du ihnen dein ewiges Leben. Gott, unser Vater, das alles und noch viel mehr erbitten wir durch Christus, unseren Herrn. So lasset uns beten. Guter Gott, das Brot, das aus vielen Körnern bereitet wurde, und der Wein, der aus vielen Trauben gewonnen wurde, sind uns Zeichen dafür, dass du für uns sorgst und uns nährst. Wir bitten dich, stärke und nähre uns mit dem Wort und dem Brot, das vom Himmel kommt und das nur du uns geben kannst. Das erbitten wir durch Christus, unserem Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Gott, unserem Herrn. Wir danken dir, Gott, unser Vater, und preisen dich, denn du hast uns ins Leben gerufen. Du lässt uns niemals allein auf unserem Weg und bist immer da für uns. Eins hast du Israel, dein Volk, mit starker Hand durch die weglose Wüste geleitet. Heute führst du deine pilgernde Kirche in der Kraft des Heiligen Geistes. Du bahnst dir den Weg durch diese Zeit in die ewige Freude deines Reiches durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum singen wir mit allen Engeln und Heiligen das Lob von deiner Herrlichkeit. Thank you.
Ja, du bist heilig, großer Gott. Du liebst die Menschen und du bist ihnen nahe. Gepriesen sei dein Sohn, der immer mit uns auf dem Weg ist und uns um sich versammelt zum Mahl der Liebe. Wie den Jüngern deutet er uns die Schrift und bricht das Brot für uns. So bitten wir dich, gütiger Vater, sende deinen Heiligen Geist über die Gaben von Brot und Wein. Heilige sie, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Mahl immer wieder zu feiern. Am Abend vor seinem Leiden nahm Jesus beim Mahl das Brot in seine Hände und sagte der Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Dann nahm Jesus nach dem Mahl den Kelch in seine Hände, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach, nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und des ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, der uns erlöst hat. Durch sein Leiden und seinen Tod am Kreuz hast du ihn zur Herrlichkeit der Auferstehung geführt und ihn erhöht zu deiner Rechten. Wir verkünden dieses Werk deiner Liebe, bis er wiederkommt und bringen dir das Brot des Lebens und den Kelch des Segens dar. Wir feiern das Mahl unseres Herrn Jesus Christus, das er selber uns anvertraut hat. Er hat sich für uns hingegeben und schenkt uns Anteil an seinem Leib und Blut. Und wir bitten dich, schau gütig auf die Gabe deiner Kirche und gib, dass wir im Geist deiner Liebe für immer verbunden bleiben mit ihm und untereinander. Barmherziger Gott, durch die Teilnahme an diesem Mahl stärke uns in der Einheit. Lass uns in Gemeinschaft mit unserem Papst Franziskus und unserem Bischof Stephan, mit allen Bischöfen, Priestern und Diakonen, Ministranten und Ministrantinnen, und mit deinem ganzen Volk der Männer und Frauen, der Jungen und Alten, in Vertrauen und Hoffnung deine Wege gehen und für alle eine Quelle der Freude und der Zuversicht sein. Vater, erbarme dich unserer Brüder und Schwestern, die im Frieden Christi gestorben sind, und aller Verstorbenen, deren Glauben du allein kennst. Wir beten in dieser Feier in besonderer Weise für Bartholomäus Nyan. Vater, lass ihn und alle unsere Verstorbenen dein Angesicht schauen und schenke du ihnen das Leben in Fülle. Und wenn unser eigener Weg zu Ende geht, dann nimm auch uns für immer bei dir auf und lass uns zusammen mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit den Aposteln und den Märtyrern und mit allen Heiligen dich loben und preisen durch unseren Herrn Jesus Christus.
So beten wir miteinander und füreinander. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Beten wir auch um den Frieden. Um den Frieden, den nur unser Herr Jesus Christus uns in seiner ganzen Fülle schenken kann. Beten wir um den Frieden von Mensch zu Mensch. Beten wir um den Frieden in unseren Häusern, auf unseren Plätzen, auf unseren Straßen. Und beten wir auch um den großen Frieden da draußen in der weiten Welt. Und so rufen wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern schau auf unseren Glauben. Und schenke so deiner Kirche, dieser Welt und unserem Herzen nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. So seht und erkennt in diesem gebrochenen Brot Jesus Christus, der Herr, er ist in unserer Mitte. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Wer von diesem Brot isst, wird Leben haben in Ewigkeit. Der Leib Christi. Thank you.
Gott, ich frage mich nicht nur, ob es dich wirklich gibt. Ich frage mich auch, wer du bist. Wer bist du für mich? Kann ich für dich in meinem Leben, in meiner Gruppe öffentlich einstehen? Ich höre aus der Bibel, dass du ein mitfühlender, ein mitleidender Gott bist. Ich lese dort, dass du das geknickte Rohr nicht brichst, dass du behutsam und vorsichtig mit uns Menschen umgehst. Ich bitte dich, lass mich dich immer mehr verstehen. Hilf mir, mich immer tiefer mit dir zu verbinden, mit dir zu sprechen. Ich vertraue dir, dass du Geduld mit mir hast. Auf meine Geduld kannst du getrost zählen. Ich habe noch so viele Fragen. So lasset uns beten. Guter Gott, in dieser heiligen Feier hast du uns gestärkt mit deinem Wort und mit dem Brot des Lebens. Wir bitten dich, lass uns daraus Kraft für unsere Aufgaben im Alltag finden und gib uns den Mut, deine frohe Botschaft weiterzusagen. Das erbitten wir durch Christus, unserem Herrn. Amen. In dem Lied, das ihr da oben gerade gesungen habt, war von einem weiten Raum die Rede und von den Füßen, wenn ich das richtig vernommen habe. Wir brauchen zwei Füße, damit wir zu einem Glaubensbekenntnis werden, das auch durch die Welt zieht. Ohne Füße geht es da nicht. Natürlich auch nicht ohne unseren Mund, sonst wäre das Glaubensbekenntnis ziemlich still. Und unsere Überzeugung,
unser Herz, das muss auch dazu kommen. All das zusammen trägt uns hinaus in die weite Welt, lässt diese Welt wirklich zu einer weiten Welt werden, die unseren Glauben entgegennimmt. Das wünsche ich uns, dass wir das tun. Kraft Taufe, Kraft Firmung sind wir genau dazu berufen. Dir wünsche ich das auch. Nimm deine zwei Füße, nimm deinen Mund, deine Hände und dann hinaus in die Welt und werde zu einem Glaubensbekenntnis für diese Welt in dieser Zeit. So dürfen wir hinausgehen, voller Dankbarkeit. Schön, dass Sie alle da waren. Schön, dass Isabel sich taufen und firmen lassen hat und auch zur Erstkommunion gerade gegangen ist. Schön, dass dieser Gottesdienst von so vielen mitgestaltet wurde. Wenn ich auf die Empore schaue, da sehe ich die Musiker und den Techniker. Wenn Sie wollen, können Sie diesen Gottesdienst ab morgen Mittag ungefähr auch nochmal nachverfolgen über unseren YouTube-Kanal. Den gibt es nämlich auch. Schauen Sie ruhig drauf. Dir eine schöne Feier und uns allen wünsche ich noch einen wunderschönen guten Abend. So wollen wir Gott nun um seinen guten Segen bitten. Herr, segne uns. Lass uns dir dankbar sein. Lass uns dich loben, solange wir leben. Und mit den Gaben, die du uns gegeben, wollen wir tätig sein. Herr, geh mit uns und lass uns nicht allein. Lass uns dein Wort und dein Beispiel bewahren, in der Gemeinde deine Kraft erfahren, Brüder und Schwestern sein. Herr, sende uns, lass uns dein Segen sein, lass uns versuchen zu helfen, zu heilen und unser Leben wie das Brot zu teilen. Lass uns Segen sein. Das alles gewähre euch der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. So geht hin in Frieden. Thank you.
Halte Gott im Arm.